Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Folge dieser sehr beliebten Serie hier auf dem Kanal. Es kam jetzt etwas länger keine mehr. Das liegt vor allem daran, dass ich meinen Laptop ja komplett neu machen musste. Das heißt, dass man den Countdown und so wieder ja, erstellen muss. Aber jetzt ist mal wieder eine Episode da. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Würde ich mich tierisch darüber freuen. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu Instagram, Twitter und Facebook auf jeden Fall auschecken. Und zu meinem neuen Sponsor IG Vault, da habt ihr auch einen Gutscheincode über 6%. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, würde ich mich auch tierisch drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung und ist nun mal der beste Weg neben dem Daumen nach oben, der natürlich ganz, ganz wichtig ist. Für euch nur ein kleiner Klick, für mich eine große Bedeutung. Ich sage es immer wieder. Heute geht es mal wieder genauso weiter wie die letzten Male auch. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich eine Formation random aussuchen und dazu werde ich auf eine Zufallsgeneratorseite gehen und mir da eine Zahl raussuchen und je nachdem, was diese Zahl dann ergibt, werde ich diesen Spieler ja nehmen und zwar aus der allgemeinen Sammlung, die ich hier so im Verein habe. Das sind diese Spieler, die Leihspieler natürlich, ohne Cristiano Ronaldo beispielsweise. Und dann schauen wir mal, was das Ganze werden wird. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal direkt. Ich habe natürlich mal wieder den Zufallsgenerator nicht vorbereitet, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Wir werden mal, weil es ja ein guter Spieler sein soll, bis 33 gehen. Ja, eine Zahl zwischen 1 und 33 dementsprechend. Und das ist die 24, lustigerweise meine Lieblingszahl. Wenn ihr euch fragt, warum ist die 24 meine Lieblingszahl, demnächst wird ein FAQ kommen und demnächst wird auch endlich das Video mit meiner Freundin kommen. Dazu kommt nochmal ein gesondertes Video als Ankündigung. Liegt einfach daran, wir hatten momentan keine Zeit. Es ist einfach so. Abitur und so weiter und so fort. Bei mir der ganze Stress mit dem Laptop ging nicht. Aber kommt und ja, jetzt machen wir hier mal zufällig die Formation nochmal eben. Und ich sag mal Stopp. 4-3-1-2, in Ordnung. Und dann suchen wir uns den 24. Spieler raus. Das sind hier immer 10 auf einer Seite. Das heißt, wir haben hier den 20. Und wir haben den 1, 2, 3, 24. Andrea Pirlo. Das ist doch mal ganz schön. Kann man auf jeden Fall so machen. Den zweiten generieren wir natürlich auch noch. Der zweite ist die Nummer 8. Und da schauen wir mal, wer das werden wird. Das ist Alexis Sanchez. Den haben wir letztens aber schon. Deswegen suche ich mir jetzt hier einfach spaßeshalber mal einen raus. Und entscheide mich da mal für Andi Brehme, den wir jetzt länger nicht mehr benutzt haben. Den stellen wir auf Linksverteidigerposition. Und dann würde ich sagen, starten wir durch mit den 7 Minuten oder den 7 Minuten, die wir Zeit haben für dieses Team, um es zu erstellen und legen los in, ja, wenn ich das Passwort hier eingegeben habe, 3, 2, 1 und go. So, vamonos, alles klar. Wir gehen erstmal auf den Transfermarkt und schauen nach, wer so bei Orlando City spielt. Ich habe aber schon einen Blick und zwar ist das David Villa, den würde ich ganz gerne in den Sturm vorne reinstellen. Und ich denke mal, das ist auch vollkommen zurecht, denn der ist immer noch eine Legende und ein richtig guter Spieler. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn fallen habe, deswegen werde ich ihn einfach auf Beobachtungsliste setzen. Und dann brauchen wir daneben auf jeden Fall noch einen schnelleren Stürmer. Aber das können wir ja gleich noch erledigen. Natürlich können wir jetzt bei Pirlo, wenn wir den rechten zentralen Mittelfeld haben, auch noch einen Rechtsverteidiger von New York nehmen. Allerdings haben wir da nicht so die Optionen. Ich glaube, ich stelle Pirlo auf die linke Seite, fällt mir gerade mal ein, weil Finessi sind mit dem, glaube ich, besser als Power Shots. Das heißt, wir brauchen noch einen Link, das heißt, wir brauchen einen italienischen Innenverteidiger und dann sind wir auch bei Bremen schon fertig. Oder wir brauchen einen italienischen Sechser, aber Bremen hat ja sowieso zu jedem Spieler einen Link. Deswegen nehmen wir mal einen italienischen Innenverteidiger und schauen, was da so geht. Übrigens stürmt es draußen, es ist scheiße warm, so 20 Grad, aber Hauptsache es stürmt nebenbei. Keine Ahnung, was da so los ist. Ich würde sagen, Bonucci ist eigentlich schon gar keine schlechte Variante. Nehmen wir einfach mal mit. So, und dann machen wir weiter mit wem? Gut, vorne Stürmer Spanien. Das ist natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte, weil so viele Schnelle gibt es da nicht. Aber vielleicht finden wir ja einen, der unseren Wünschen entspricht. Das war falsch, das ist richtig. So, von mir aus würde auch ein Zehner gehen. Morata sei in der gleichen Liga. Rodrigo wäre die spanische Liga, das wäre natürlich interessant. Ja, Diego Costa mag ich persönlich ja überhaupt nicht. Ich kann den Kerl gar nicht leiden, deswegen spiele ich den auch nicht. Ja, das ist meine Logik dahinter. Borja Baston wäre natürlich interessant als Team of the Season-Variante, ist aber auch sehr langsam und deswegen nehme ich den da mal eher nicht rein. Vielleicht nehmen wir auch einen spanischen Zehner, vielleicht ist es gar nicht so blöd, da so ein Thiago oder sowas hinzustellen oder einen Santi Cazorla oder einen Isco. Allerdings wird es dann auch wieder schwierig mit dem Verlinken natürlich. Vor allem bräuchten wir auch einen schnellen Stürmer. Bojan Juf theoretisch, aber das ist wieder Senegalese. Wobei, Bojan haben wir jetzt gerade im Karrieremodus bei Dortmund, deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal mit und suchen uns dann Stürmer von Stoke City. Da haben wir, wie gesagt, gerade Juf und das wäre eigentlich auch eine gute Variante, glaube ich zumindest. Joselu haben wir da auch noch.
Aber Juff ist schnell, deswegen nehmen wir den. Das heißt, wir haben einen Techniker und einen bulligen Kopfballstarken-Spieler, der auch noch sehr schnell ist dazu. Das braucht man Senegal Legion, zentralen Mittelfeldspieler. Ich habe natürlich einen direkt wieder ins Auge gefasst und ich denke mal, es sollte allen klar sein, wer das ist. Natürlich Salif Sané, aber den können wir nicht benutzen, weil der eher Sechser ist. Den können wir nur auf 6 stellen. Diame, Guy, Saive, die spielen halt alle in der wunderbaren Premier League. Deswegen, das habe ich genau schon so erwartet. Deswegen geht das natürlich eigentlich gar nicht. Dosh könnte man aber nehmen, aber der ist auch eher ein Sechser. Kouyaté ebenfalls. Das ist natürlich extrem blöd jetzt. Wir machen das Ganze anders, wir machen das Ganze ohne Juff und nehmen einen Sechser von Stoke. Und verlinken das so irgendwie weiter. Mal sehen, wie das so funktionieren wird. Da haben wir Whelan. Nehmen wir Whelan als St. Patrick's Day-Variante, aber irgendwie nichts Gutes. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass wir den anderen haben. Sonti ist ja leider gewechselt. Mbula ist aber da und das ist perfekt, weil dann haben wir einen Franzosen. So, ich muss mal eben die Links nachgucken in dieser Formation, weil ich die gerade nicht im Kopf habe. So, Bonucci hat noch keinen Strong-Link. Das heißt, das müssen wir noch im Idealfall erledigen. Ja. Wie machen wir das? Wir brauchen eigentlich am besten einen Innenverteidiger von Stoke, der Italiener ist. Das werden wir aber nicht erfüllt bekommen. Aber wir haben da theoretisch Geoff Cameron. Wir haben Philipp Wollscheid. Das wäre natürlich an sich eine interessante Option. Wir gucken mal ganz kurz nach. Vielleicht nehmen wir doch nicht Bonucci, sondern irgendeinen aus der MLS einfach nur als Innenverteidiger. Das wäre auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen einfacher, aber dann Franzosen. Mir fällt spontan Ferrell als Innenverteidiger? Mir fällt spontan keiner, aber Colin, doch klar. Aurelien, Colin. Zurba, Perinel. Okay, Colin ist zwar langsam, aber hat vernünftige Defensiv-Stats auf jeden Fall. Deswegen nehmen wir den einfach mal. Ehemaliger Kansas City-Spieler. So, gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann brauchen wir jetzt für Mbula einen Strongling. Den hat er aber schon. Wir brauchen aber noch einen weiteren. Und zwar nehmen wir da einen weiteren Franzosen. Einen weiteren Franzosen. Ja. Ein Franzosen aus der Premier League. Das heißt im Normalfall Laurent Koscielny. So. Ja, oder Zuma. Ja. Nehmen wir Zuma. Ein bisschen körperstärker. Rechtsverteidiger. Ne, wir wollen mal einen Torwart. Aus Frankreich. Da kann man natürlich einfach einen Ruffier nehmen. Oder Benoit Costil, den wir bei Newcastle im Tor haben. Dann nehmen wir jetzt einen Rechtsverteidiger. Wir brauchen noch einen Perfect Link von rechten zentralen Mittelfeldspieler zum Stürmer und irgendeinen Rechtsverteidiger. So, das gucke ich jetzt im Verein nach, weil sonst habe ich ja ein viel zu großes Spektrum an Spielern, die ich theoretisch nehmen könnte. Und so fallen mir schneller Leute ein, die ich benutzen kann. Zum Beispiel Chaka und Drimmitsch wären eine Möglichkeit, aber wir haben aber hundertprozentig keinen Rechtsverteidiger aus der Nation. Serie A sind wir jetzt noch nicht drin. Das heißt, wir könnten theoretisch eine Serie A Kombination nehmen. Zum Beispiel fällt mir nichts ein. Wir sind so gesehen fertig. Es geht nur noch darum, wen wir da genau benutzen. Aber an sich ist das auch egal, wen wir da benutzen, weil halt alle möglichen Kombinationen gehen. Es wird gleich irgendwann piepen, ich weiß es. Ich höre es jetzt schon. Ich höre schon dieses Piepen. Aber wir sagen einfach mal, wir sind spaßeshalber schon fertig. Und ich suche mir jetzt dennoch irgendwas raus, was wir da machen. Wir nehmen Pereira, Dybala und Zabaleta und dann sind wir fertig. Sehr schön. Das wird, denke ich mal, ein relativ interessantes Team werden. Oh, war gar nicht so weit fortgeschritten, Data Countdown. Das könnte wirklich sehr, sehr spaßig werden und sehr, sehr stark werden. Da vorne drin mit David Villa und Paulo Dybala, den ich, glaube ich, als einzigen hier nicht im Verein haben dürfte. Ne, den habe ich nicht. Okay, dann nehmen wir natürlich die geupgradete Variante. Ja, ich würde sagen, ich baue das einfach mal, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. 5 Ligen und 5 Nationen hat dieses sehr, sehr interessante Team, in dem der einzige negative Ausreißer eigentlich Aurelien Collin ist. Das sieht schon stark aus, kann man nichts gegen sagen. Es ist No Links Wasted, es ist in unter 7 Minuten entstanden. Und das ist eigentlich die perfekte Voraussetzung für ein richtig schönes Spiel und eine richtig schöne Episode. Wenn es euch gefällt, dieses Team, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr noch Verbesserungsbedarf gesehen hättet oder was ihr noch anders besetzt hättet. Und ich würde sagen, dann suche ich einfach jetzt mal einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder.
So, Freunde, und da sind wir auch schon. Gegner wurde gefunden und er hat folgendes Team. Eurelo Gomez in Formkasten. Davor Sarko, Smalling, Klein und Moreno, Gonalon, Valbuena, Milner, Markovic, Nani und Robin van Persie in Form. Sehr starkes Team an sich, sehr interessant. Natürlich New Orleans Wasted oder sowas, aber trotzdem stark. Bin gespannt, wie wir dagegen halten können. Und hoffentlich leckt es. Da wir mit dem Leggy Solo im 16er, der Abschluss unter die Latte, aber halt auch an die Unterkante der Latte. So, Dybala nochmal mit der Gelegenheit, Roulette-Spin in die Mitte gezogen, kommt irgendwie durch, der Finessi und wieder ist Gomez da. Sehr starker Auftakt hier. Dybala, oh Gottes Willen, den muss er machen. Also freier kann man ja gar nicht, also egal wie schlecht das Kopfballspiel ist, aber freier kann man ja gar nicht zum Kopfball kommen. Ihr seht übrigens, wie es ruckelt und leckt, das nervt extrem. Mal wieder wir. Es ist wirklich unsagbar schlecht, wie unglaublich laggy das ist, beziehungsweise wie schlecht es zu spielen ist, einfach weil es so laggy ist. Okay, jetzt ist natürlich auch gerade kein Spieler da, aber trotzdem läuft das hier irgendwie gar nicht. So, mal mit Pirlo. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist, weil halt auch man sicher spielen muss, wenn es laggt, weil es sonst nicht funktioniert. Ja, wieder niemand da. Guckt euch das an. Das ist ganz, ganz schlechtes Stellungsspiel hier. Und oh Mann, den Pass spielt er gar nicht erst. Pereira ganz stark, jetzt im 16er, geht einfach mal durch, zieht drauf, abgewehrt von Gomez, der hält auch wirklich alles, was da irgendwie drauf kommt. Na gut, vielleicht mal mit einer Ecke, Pirlo, das leckt auch schon wieder so herrlich. Okay, da ist Villa, der kommt an den Kopfball ran, allerdings nicht gefährlich und ich kann Zuma gar nicht erst anwählen. Villa hat mal ganz viel Platz jetzt hier, aber Sarko ist natürlich unglaublich schnell, der gedopte Büffel. Und wer hat wieder zur Ecke ab. Mal sehen, ob wir hier aus wieder was Profit schlagen können. Wir hauen einfach mal raus auf 16er Kante. Und da steht Pereira abgeblockt. So, und damit haben wir Halbzeit. Bisher hat mein Gegner noch nicht ein... Was? Der hat noch nicht einen Schuss abgegeben eigentlich. Einen aus dem Abseits, aber ansonsten gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wofür die drei Schüsse hernimmt. Also eigentlich komplett einseitige Partie. Aber halt zu laggy, um Tore zu schießen. Komm, Bojan, den trifft er, den macht er 1:0. Kurz nach der Halbzeit, 50. Minute, Villa mit dem Solo da außen, kommt irgendwie an den Ball, die Flanke in die Mitte und dann stellt sich Bojan perfekt vor Sarko, kommt da ran und macht das 1:0 in diesem Laggy-Spiel, was kein Mensch leiden kann. Aber gut, Führungstreffer, jetzt auch daran festhalten und ausbauen. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Wieder Boja mit ganz viel Wiese vor sich. Ein bisschen schlecht vorgelegt. Vielleicht die Flanke auf Villa. Der kommt aber nicht ran. Aber da ist Pereira. Und wieder Gomez. Wie kann man den denn so schlecht abschließen? Der Panner beim Roulette-Spin von Dybala, der sich klasse durchsetzt. Paulo Dybala. Und wieder Eurelo. Es ist unglaublich. Das kann Pirlo aber auch deutlich besser. Nee, komm. Oh Gott sei Dank, hält den. Genau, ich nochmal im Tor. Costil. Das wäre sowas von unnötig und unverdient gewesen. Gerade auch in der Situation gerade. Der Ball auf Dybala. Der Lupfer mit links. Das 2:0 ist da. Und die Entscheidung ist gefallen. 76. Minute. Schöner Pass von Bojan, unserem Matchwinner. Und dann ist Dybala alleine und frei. Und ja, er holt den Keeper raus. Und den lupft er natürlich ganz easy rein. Mit ein bisschen Effekt, ganz, ganz schön, denn so steht es 2:0 und damit ist das Spiel durch. Kein Abseits von Bojan, dann war es wunderbar gespielt und Bojan hat die Chance, der komplette Matchwinner zu werden. Macht er auch, 3:0. Was für eine Vorstellung von unserem Neuzugang bei Borussia Dortmund. Schaut auf jeden Fall bei dem Karrieremodus vorbei. Die letzte Episode kam, gute Frage, wenn ich dieses Video hochlade. Letztens auf jeden Fall. Und Bojan ist da unser neuer Zehner. Und hier beweist er, dass er das auf jeden Fall wahrscheinlich gut machen wird. Und damit ist Feierabend. 3:0 Sieg gegen dieses doch, ja, nicht ganz so starke gegnerische Team. Zumindest hat er nicht sonderlich stark gespielt. Ganz starke Vorstellung von unserer Offensivabteilung. Auch die Defensive stand extrem sicher mit Brehme, Colin, Zuma und Zabaleta, von dem ich irgendwie gar nichts gesehen habe, dem letzteren, also von Pablo.
Naja, was soll's. Dybala hat auf jeden Fall sein Tor gemacht, das ist schön und auch ansonsten war das eine gute Vorstellung, kann man nichts gegen sagen. Man of the Match natürlich Boja mit 9,5, unsere beiden Key-Spieler, Pirlo und Bremen mit 8,1 und 7,2. Ja, damit ist Pirlo sogar der zweitschlechteste Spieler in dieser ganzen Mannschaft. Aber was soll's, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wie gerade schon erwähnt. Schaut bei IGVOL vorbei, Link ist in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier sieht man noch, wie einseitig es war. Das war eine schöne Folge, 7 Minute Squads oder nicht. Das macht Lust auf mehr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.